Wir sind hier im Ebersberger Forst unterwegs und da gibt es ja die bekannte Geschichte von der weißen Frau im Ebersberger Forst. So ganz genau kann ich die Geschichte leider nicht erzählen, am besten mal googeln, einfach unter Ebersberg oder Ebersberger Forst und die weiße Frau. Es soll vorkommen, dass wenn man hier durch den Forst fährt, oder es haben manche berichtet, dass sie, wenn sie an einer Kapelle vorbeikamen, dass sie dann plötzlich auf der Rückbank diese weiße Frau saß. Ja. Am besten, ich glaube, die war irgendwann mal gestorben oder so. Unglücklich vermute ich mal, aber am besten mal einfach googeln nach der Geschichte. Es wurde sogar verfilmt. Und ich glaube, hier ist die Kapelle. Das dürfte die Kapelle sein. Zum Glück ist noch nicht Nacht, sonst hätte ich wohl auf meinem nicht vorhandenen Sozius sitzt, die weiße Frau sitzt. Zum Glück habe ich einen Single-Seater. So lache ich immer so komisch. Egal.